Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Stacksal. Mit wieder dem Bloody Knight und mir, dem Lumpy. Warte mal, guck mal. Lol, Alter, ich wink mit der Gießkanne in der Hand, ich sehe dazu gar nicht. Sieht aus, als ob ich mir damit die Nase kratze. So, ich habe jetzt hier das Tutorial abgeschlossen, indem ich hier einen Samen hingepackt habe dann. Und genau, gewässert habe. Und dann hat die gesagt, das ist auch nicht gut genug gewässert. Und das, die Lösung des Problems war einfach, wieder zurück zum Markt zu gehen. Ich habe mir Kartoffelsamen gekauft, habe die da eingepackt und habe das Fältchen gewässert und dann ging das auch schon sofort. So, na, ich möchte und ich wollte jetzt auch ganz gern, ehrlich gesagt, ich pinkel die jetzt erstmal an. Oh. Gut, jetzt muss ich hier den Brief wegbringen, ne? Oh, hier, guck mal. Hallo. Wo bist du? Hallo. Hier. Guck mal hier. Was ist das denn? Käfer. Ein Käfer. Du brauchst deine Käferhörner jetzt, um zu zerstören. Ich find's einfach geil, dass du so kannst. Ja, das Spiel ist vielleicht ein bisschen aggressiv. Man muss ja alles zerstören. Oh. Ist da Post drin? Wie das Zuhause. Grundvoraussetzungen. Dach fertig, ein Bett fertig. Regionsanzeige umschalten. Passiert nichts. Na gut, gehen wir weiter. Okay. Hier aus, ich mag den nicht mit seinem Besen, ey. Naja, na, das ist voll scheiße. So, ich gehe jetzt mal in die Bar. Achso, das Ganze poppt jetzt hier so nach und nach auf. Teilweise wird es erst auch aufgebaut. Habe ich vornehmlich gesehen, dass hier die Stände, die werden abends abgebaut und morgens wieder aufgebaut. Und teilweise, wie man da hinten gerade sieht, laden die Chunks nach. Das habe ich allerdings eingestellt, dass ich nicht so viel Sichtweite habe, weil das Spiel sonst anfängt zu ruckeln, wie so bei mir. Rosemary gehört mir. Hallo. Was haben wir denn hier Schönes? Hey, wo ist er hin? Wo ist er hin? Hallo Ronan, Brief. Mach's gut, Lumpick Hunter. Naja. Wie mach's gut? Naja, ist das eine Notiz für mich? Farmfan hatte ich also zu mir geschickt, um mehr Saft, in Anführungsstrichen, sag ich mal, zu holen. Ne? Sie trinkt viel zu viel davon. Ja, okay, weiter. Wie wär's damit? Du hilfst mir, ein paar Besorgungen zu machen und ich will sehen, was ich für dich tun kann. Nichts Großartiges oder so. Wupp, überreich das einfach live. Und er wird wissen, was ich brauche. Eine Bestellung, auf der ich jetzt schon fast eine Woche sitze. Was? Okay, auf zu live. Hast du auch schon den Brief abgegeben? Ja, den habe ich schon. Okay, auf zu live. Live. Hab ich grad. Weißt du, wo der ist? Ja, eben war er tatsächlich in der Bar drin. Guck mal, wenn man auf M drückt. Ach ja, M. Da hast du die riesige Karte und so. Aber das Problem an der Sache ist, du siehst den Namen nicht. Du siehst nur die Köpfe. Allerdings ist live. Da ist er. Da live ist er. Ist live. Da ist er. Oh, Alter, ich kann hier auf dem Springbrunnen klettern. Hier ist er. Im Supermarkt? Oh, da können wir uns gleich mal im Supermarkt umgucken. Hallo live. Na du? Ich betreibe das hiesige Geschäft. Live ist mein Name. Freut mich. Mein Name ist Bloody. Komm mal vorbei. Oh, also hat Rowan endlich jemand das geschickt. Endlich jemanden geschickt, der seine Bestellung abholt. Hat ihn ja eindeutig lang genug gebraucht. Weißt du, der wartet die ganze Zeit auf die Scheiße, auf die ganzen Sachen und was ist. Jetzt einfach nur holen brauchen. Was auch immer es ist, es fängt an komisch zu riechen. Ich bin froh, wenn es endlich wegkommt. Was zum? Übrigens, Gratulation zu deinem neuen Haustier. Muss schön sein, solch einen guten Kameraden zu haben. Pass auf, da ist das Haustier drin. Du siehst verwirrt aus. Naja, ist ja auch egal. Ich habe was für euch zwei. Food Bowl und Tierfutter bekommen. Das wird definitiv praktisch für dich sein, jetzt wo du ein Haustier hast. Wir verkaufen hier alles mögliche an praktischem Zeug. Fühl dich frei dazu, dir alles anzusehen und zu kaufen, was du brauchst. Hauptsache, der klaut erstmal Geld. Aber du bekommst jetzt erstmal dieses Paket hier raus. Lange halte ich den Geruch nicht mehr aus. Warum, hat da jemand reingeschissen? Nee, da ist wahrscheinlich dein Tier drin. Naja. So, live. Na du? Ja, das Ganze haben wir jetzt ja gerade eben schon gesehen. Korrekt. Mann, wieso brauche ich immer einen Hammer? Ich will auch mal das Geld klappen. Guck mal, ich hab ein Paket in der Hand. Wir haben ein Paket in der Hand. So. Ich hab auch ein Paket in der Hand. Was denn? Ich hab mich auf die Bank gesetzt. Ich wollte dir eigentlich zuwinken. Hey. Hallo, Rosemary. Hallo du, ich bin Rosemary. Ich rate mal, wir sehen uns nun öfter. Gut. Rowan. Ah, dieses überwältigende Aroma. Was hast du bestellt? Du hast mir nur Päckchen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Es freut mich auch, dass es dich freut, aber ich gammel nicht.
deinem Duft und diese unvergleichbare und diese unvergleichbaren Aromen. Hm, du willst wissen, was in dem Paket ist? Ja, nein. Es ist ein äußerst spezieller fermentierter Fisch. Es gibt da draußen nur wenig Inseln, die so ein Schätzchen produzieren. Also kommt man auch entsprechend schwer. Okay. Ich mag es live zu necken, indem ich es zum Laden liefern lasse. Aber genug davon. Ich kann mir gut vorstellen, dass du nichts anderes willst, als dein Tierchen zu sehen. Korrekt. Oh, habe ich es dir noch nicht erzählt? Ich habe dein Haustier bereits rüber zur Farmfarm geschickt. Was? Das da ist nur ein Zettel mit ein paar Anweisungen für Farmfarm. Bitte übergib ihn ihr von mir. Und sorge dich nicht wegen dem Saft. Ich habe ihn ihr bereits zukommen lassen. Ihn ihr. Nun beeil dich lieber und begrüße deinen neuen Gefährten. Nicht vergessen, du bist hier jederzeit willkommen. Abends ist hier meistens mehr los, also komm am besten dann. Oho, aber dann haben wir dann auch nette Bekanntschaften hier. Du solltest jedoch nicht zu lange draußen bleiben. Es ist immer noch am besten, die Nacht durchschlafen zu können. Ja, deswegen waren wir erstmal die ganze Nacht wach und haben das Beet gepflügt. So, Rowan. Ah, du hast mein Päckchen, bla bla bla. So, wird schon wieder kann weitergehen. Schon wieder dunkel? Ja. Lass schnell. Beeilung, bevor es dunkel wird. Ich komme, Leon. Jump run! Schneller! Jo, Leon, was geht? Sieht aus wie ein Teufel. Denk ich mal, ist einfach nur ein Kostüm. Vermutlich, ja. Ich komme. Ich werde diesmal der Erste sein. Das wirst du nicht schaffen. Nein, fahr. Ich hoffe, dass ich schaffe. Oh, gucke. Ein Stein im Weg. Ich bin gestolpert. Wo ist mein Saft? Du hast keinen? Rowan meinte, er hätte sich um alle gekümmert. Oh. Übrigens, ist der Brief für mich? Zeig mal her. Ja? Nun ja. Er muss ja nicht gleich so direkt sein. Dann wohl keinen Saft. Zum Glück bin ich eine so nette Person. Ansonsten hätte ich dein Tier jetzt behalten. Bitte sehr. Ich sollte dir am besten auch noch beibringen, wie man mit einer Tierhütte montiert. Ein Hammer wäre schon mal nützlich, falls du noch was abändern willst. Du kannst die Türhütten ähnlich wie ein Werkzeug benutzen. Hältst du den Knopf gedrückt, kannst du die Hütte noch nach Belieben rotieren. Hm. Los, versuche es. Okay. Hundehütte. Hallo, könntest du mit mir reden? Ich möchte... Wo packen wir das Viech denn dann hin? Hier so? Ich bin gerade am Quatschen, Moment. Guck mal. Warte. Hallo. Oh, ich hab einen Hammer bekommen. Nice. Nyanko ist zufrieden. Miau. Sie ist glücklich. Okay. Soll ich dann meine Hundehütte daneben basteln? Ja, bastel mal. Hier auf dem Spot hier, auf dem linkeren. Ach so, da. Und dann kannst du mit dem Mausrädchen kannst du rotieren. Also linke Maustaste gedrückt halten, dann kannst du mit dem Mausrad rotieren. Rotate, das geht nicht, das ist zu gut. Warte mal. Nee, das geht nicht. Das ist... No. Warte mal. Das geht hier auch nicht. Hier, guck mal, kannst du das jetzt hin? Warte. Hä? Ah, jetzt geht's. Man kann sagen, so schnell ist er doch nicht. Rover. Rover. Ruff, ruff. Rover ist zufrieden. Lass mich raten, das kann ich schon direkt daneben platzieren. Oder wo platziere ich das dann hin? Ach ja, hier. Futter, ne? Was für ein Fressack. Und Katzenfutter füllen. Rover ist frohlich. Frohlich. Rover ist frohlich. Hey, Rover, was geht? Ich würde jetzt gerne mal wissen, ob ich der Katze sagen kann, ja, verpiss dich. Ach, ich kann sie auch streicheln. So, Farmfan, hallo. Rechtsklick, lass, sprich mit mir. Ah, gut gemacht. Vergiss nicht, du kannst jederzeit den Hammer benutzen. Jo, darf ich auch mal auf dich schauen? Das Tier wird dann sicher verwahrt. Haustier wird übrigens schnell hungrig. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, einen Vorrat an Tierfutter anzulegen. Der Supermarkt verkauft vieles, was du täglich gebrauchen kannst. Ich würde da mal vorbeischauen. Morgen, würde ich sagen. Dunkel. Für den Moment kannst du deinen neuen Futternapf platzieren und mit Futter füllen. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Dann hab ich kein Futter.
Ach, Farmfahren, willst du mich echt verarschen? Ich nehme jetzt meinen Hammer. Ah, gut gemacht. Hm, vergiss nicht. Tier hungrig. Kaufen Futter. Großartig, das Futter sollte für eine Weile halten. Hm. Ich habe es langsam satt, auf die Pflanzen zu warten. Ich kann mir vorstellen, dass dich mein Gesicht langsam anfängt zu nerven. Ja. Siehst du den Krug mit Wasser, das ich dir gegeben habe? Das ist kein normales Leitungswasser. Magisches Wasser lässt deine Pflanzen sofort wachsen. Cool, oder? Ein paar Händler verkaufen das vielleicht. Also achte darauf. Gieß es über eine Pflanze und du kannst sofort ernten. Okay. Ich sehe meine Kartoffeln nicht mehr. Da. Guck mal nach oben. Das ist ja rot. Ich finde, das sieht nice aus. Könntest du dich mal gerade vielleicht ein bisschen wegbewegen, damit ich mit der Dame reden kann? Ui. Cool. Das ging. Ich hätte Kartoffel geerntet. Ui. Du hast es geschafft. Gar nicht mehr so schwer, oder? Jetzt ist die Zeit gekommen, dir das Registrierungsformular für deine Fahrten zu geben. Danke. Geh damit so schnell wie möglich zum Rathaus, um dich zu registrieren. Im Gegenzug erhältst du ein Spezialpaket für einen guten Start. Los, ja, viel Glück. Danke. So, ich verpiss mich jetzt. Okay. Ich warte hey, Stadt auf dich. Was? Nein! Hier geblieben! Du musst doch. Oh Gott. Hallo, Snapfe, hier geblieben. Hallo. Es tut mir sehr leid. Nächster Tag. Frühling, der dritte. 16 Tage hat der Monat. Alter, hier liegt hier ein Penner. Ach, das bist du. Da liegt einer und schläft. Wo ist denn Farmfrenny jetzt hin? Farmfrenny? Frenny fahren. Hallo. Haben wir hier wen? Oho, also ich bin mit der feinen Dame. Neuen Heimatpunkt gesetzt. Was? Ich mach dich doch nur auf. Ich zieh dich doch nur auf. Du siehst nicht wie. Ja, ich bin Ria, eine hiesige Fischer. Falls du jemals Tipps für Fischen brauchst, dann komm mich besuchen. Mia. Freut mich. Okay. Gut, wir wollen jetzt hier zur Farm fahren. Wir müssen zum Rathaus, ist hier, glaube ich. Ja, aber ich muss damit ja. Hallo, Leo. Tschüss, Leon. Wo ist denn das Rathaus? Hier ist die Kneipe. Da, das müsste das Rathaus sein. Naja, aber wo ist die Frenny? Kann das sein? Mal, das ist nicht das Rathaus, oder? Das ist nicht. Sieht das nicht eher aus wie eine Kirche? Nö. Nein? Sieht mehr nach einer Bank aus. Ach doch, die haben wir angefangen. Okay, dann wollen wir das Registrierungsformular jetzt mal abgeben, würde ich sagen. Hast du sie denn da? Nö, ich sehe die hier nicht. Aber hier war irgendwas, wo ich was anklicken konnte. Ich gehe mal zu dem Computer. Warte mal, ist das vielleicht da? Zack. Du brauchst einen Hammer, um dir das zu zerstören. Oh nein, ich will doch aber nicht den Hammer zerstören. Hey, ich konnte ja doch irgendwo, konnte ich mich doch registrieren. Hier war doch irgendwo was. Lass uns einfach mal hinlegen. Wo geht das? Leg dich einfach irgendein Bett rein. Okay. Meinst du, dann wird es schneller hell? Ich denke mal. Die Mahlzeitanzeige. Ist der Supermarkt? Einfach irgendwo ein Bett ist, einfach mal hinlegen. Nice. Funktioniert. Hm. Sehr schön. Ja, nice. Lass mal aufstehen. Ich bin schon draußen. Hab bei Maximilian habe ich gepennt. Das sieht so aus, als ob er sein Buch frühstückt. Interagieren. Rathaus, Grundvoraussetzungen, Dach fertig, Computer fertig, Tresen fertig, Büro fertig, Office Chair fertig, Filing Kabinett fertig, Pedestal. Okay. Alles fertig, aber die Frenny ist nicht hier. Rathaus Stufe 2 Voraussetzungen, Stufe 2 passierte. Stufe 2 Patisserie und Angelplatz fehlt für Stufe 2 Rathausplatz, okay. Okay. Das heißt, wir müssen definitiv. Alter! 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 Okay, was kann ich jetzt hier mitmachen? Wo ist denn diese Frenny schon wieder? Frenny, wo bist du? Ich muss mit dir noch reden. Ich bin aber denn da schickes. Ach, das ist Ria. Die ist dort. Vielleicht ist das hier doch nicht das Rathaus. Müsste aber. Ja, müsste. Und schon steht auch Rathaus da hier, ne? Da ja, ja. Rathaus. Ich verstehe es nicht. Ich finde die Frenny aber auch nicht. Ja, ne? Zwei Hunde dancen erstmal richtig fett ab. Platzieren. Alles klar, Hauptsache in der Toilette sind Spinnenweben drin.
Das ist das Gelbe hier oben. Hä? Was dann? Hier ist irgendwas Gelbes. Schwebendes. Verstehst du nicht. Achso, das ist eine Biene. Nee. Das ist keine Biene. Das ist hier mitten im Haus oder es sieht aus wie schwebender Urin. Ich weiß leider nicht, wo du bist. Wo bist denn du? Was ist denn hier? Ein Schreiben, das sich um die Farm registriert. Besser schnell damit zum Bürgermeister. Okay, wir müssen zum Bürgermeister. Nee, und der ist wo? Weiß ich nicht. Hey Leon, wer bist du eigentlich? Sei gegrüßt, ich bin Leon. Ich verkaufe viele feine Ware. Stell die Ware auf den Stand zurück, wenn du dann... Ich kaufe Ware an, die du auf den kleinen Tisch legst. Aktivieren, sobald du fertig bist. Sei gegrüßt, ich bin Leon. Achso. Achso, hier kommen wir. Okay. Brick. Sei gegrüßt, ich bin Brick. Ich verkaufe viele feine Ware. Ich kann immer die Karte aufrufen. Zack, grüßt. Ah, der sieht aus wie Bürgermeister. Der läuft gerade an der Kneipe vorbei. Da, guck mal. Farmfan ist in der Kneipe. Ich hab's gesehen. Show, ich komme. Franny, mit dir reden. Da. Maximilian, hallo. Brauchst du einen Hammer, um das zuzustellen? Ich will dich doch nicht zerstören. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Bürgermeister. Dieser kleine Stadt. Ich muss... Eine Registrierungsnummer für die Farm. Sehr schön. Akten. Gegenzug erhältst du eine Lizenz und ein paar sehr praktische Dinge. Möchtest du das Registrierungsformular abgeben? Ja, bitte. Ich muss erstmal einen Supermarkt machen. Hier ist deine Lizenz. Dankeschön. Farmlizenz. Zusätzliche Dinge für dich. Chicken in a Crate, Tomatensamen und eine Schaufel. Jetzt, wo du ein lizenzierter Farmer bist, können wir uns nun endlich um diese verwirrten Rinder kümmern. Kann man hier nicht irgendwas kaufen? Bauen. Wo kann man denn hier was kaufen? Echt nur bei dem Marktplatz? Hier haben wir Samen, aber... Achso, steht doch weg. Pinker Ziegelblock, alles klar. Ich suche aber Hundefutter, nicht Hühner. Ich habe hier Chicken in the Box. Ich suche Hundefutter. Tierfutter, dann haben wir es doch. Hast du schon mit Farmfan gesprochen? Nee, ich muss nochmal, weil, ich muss jetzt mal Tierfutter kaufen. Ja, das werde ich auch mal tun. Bis gleich. Jo. Großartig, das Futter sollte für eine Weile halten. Alter, kannst du ja nicht einfach so das Ding platzieren, Buttons? Achso, mit dem magischen Wasser. Das hatten wir gerade eben schon mal. Der Supermarkt, der hat ja überhaupt nichts drin. Nee, du musst hier draußen kaufen. Hier bei diesen Händlern hier, die hier stehen. So. Aleon, Brick und dann. Birnensamen, Kopfsamen, weißer Rosmarin, Kohl. Ich glaube, hier gibt es Samen. Oh, was haben wir denn hier? Kapuzenpulli, halt... Trägertop, farbige Turnschuhe. So, wo haben wir jetzt nochmal die Samen gehabt? Büschenkleid. What the fuck? Das ist also der Klamottenhändler. Was hast du denn hier so? Teppich. Ui, ich habe Rübe gesammelt. Mhm. Fangkiste. Food Bowl. Mhm. Also die Sachen sind in... Ah, hier ist Tierfutter. Alles klar, es gibt also ein kleines Problem, sehe ich. Also, was heißt Problem? Es ist so ein kleines Ding, wo ich mir denke, hätte ich besser machen können. Why? Nee, es gab bei Dingens ja, also bei Harvest Moon gab es ja auch kein... So. Bei Harvest Moon gab es ja auch keine Möglichkeit, die Saat zu ernten. Okay. Also müssen wir immer Saat kaufen. Also, ich soll jetzt mit Eliza sprechen. Warte kurz, ich muss gerade eben mit der Dingens reden, der Franny. Ich hab beinahe überfahren. Muss in der Gegend neu sein. Ich bin Iris, Skateboards und Käfer sind mein Ding. Besuch mich irgendwann mal, alles klar, Iris. Was läuft bei dir? Hallo Franny. Was ist geschafft? Gar nicht so schwer, oder? Ja, natürlich ist es schwer. So, ich habe das Registrierungsformular kommen. Viel Glück, jetzt muss ich zum Onkel Doktor. Wo ist denn der? Ach, der ist im Rathaus, das ist ja praktisch. Hä, wo ist der? Hallo? Der war doch hier, oder nicht? Ach, da. Also der Supermarkt-Typi hat mir gerade gesagt, dass er seine Preise für ein paar Tage anheben musste, weil jemand aus der Registrierkasse Geld gestohlen hat. Also wer macht denn sowas? Oh, ist das ein Registrierungsformular? Ja, sehr schön. Ja. Hervorragend. Hier ist deine Lizenz. Wir haben auch einige zusätzliche Dinge für dich. Chicken in a Crate, Tomatensamen, Schaufel.
Jetzt, wo du ein lizenzierter Farmer bist, können wir uns endlich um diese verirrten Rinder kümmern. Bevor das aber möglich ist, musst du erstmal eine Scheune bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir qualifiziert genug dazu bin, dir diese Dinge beizubringen, aber versuch es einfach mal. Eliza? Genau, ich suche jetzt mal Eliza. Aris, Buttons, Brick. Wenn da alles geht. Rosemary, Bloody. Bloody? Hey, Bloody! What the fuck's Eliza? Warte mal. Da hinten vielleicht? Rosemary. Die Iris. Iris! Wie die mir alle mal zuwinken, ey. Ach, da hinten ist eine, ne? Ist das hier nicht sogar? Ich sehe niemanden. War doch gerade eben noch jemand. Plötzlich da. Ach, die sind im Haus drin. Guck mal, ich kann hier durch das... Jetzt kann ich nicht mehr. Ich konnte gerade durch das Haus gucken. Okay. Vielleicht war das nicht geladen hat. Keine Ahnung. Ja, da haben ein paar Voxel gefehlt. Eliza, hier bist du da. Hallo. Ja. Hey, könntest du mir zu H... ich bin mir nicht sicher, ob ich dich hier schon mal gesehen habe. Ich glaube nicht. Ich würde ja... Schnur. Den Hand schütteln. Aber ich bezweifle... dass er so viel Spaß mit dem Öl hetzt. Der Name ist Eliza. Falls ihr Hilfe mit was Technischem braucht, sagst du einfach Bescheid. Ist das etwa so eine Farmlizenz? Ihr tritt mich doch ein Pferd. Dann hat der Olle Maximilian dich wohl wegen der Scheune geschickt, Fragezeichen. Das ist zwar ein ganzes Stückchen Arbeit, aber dann gewöhnst du dich wenigstens an die Arbeit hier. Wupp. Barn sein. Siehst du, da ist eine Markierung, die dir zeigt, welches Land zur Scheune gehört. Was? Da kriegst du? In allen Formen und Größen. Und der kleine Briefkasten? Gleiche Geschichte. Nein. Hau sie einfach in den Boden und pass auf, dass du richtig rumdrehst. Dann kannst du gar nichts falsch machen. Kannst jederzeit einen Blick drauf werfen. Wenn du mal nicht weißt, was du brauchst. Genau. Jawohl, bald ist besser im Kopf. Ja, okay, alles klar. Tschüss, tschüss, tschüss. Alter, jetzt hätte ich bei dir... Ja, danke, Axt. So, ich muss mit der Pippi reden. Ja, achso, du bist noch jetzt darfst du. Blauer Holzblock, grauer Holzblock, orangener Holzblock, pinker, dunkler, brauner, grüner. Ne, du musst einen Moment warten, die haben den Cooldown oder so einen Scheiß. Armsheim. Fass. Oh, eine Axt bekommen. Toll, jetzt haben wir zwei Farmdinger. Zack, einfach ein paar von den großen Brummern ums Dorf herum. Was soll ich jetzt zacken? Häuser? Bäume meine ich. Ja, ich meine Häuser, ne? Nehmen wir einfach mal an. Oh, guck mal, der Baum. Der sieht doch schön aus. Hui. Hallo, Robo. Oh! Bro, was fröhlich? Was los? Ja, was denn? Was denn? Komm mal zurück, zur Richtung Stadt. Ich komm, langsam. Was los? Du siehst einen Baumstamm hier? Ja. Du hast gesehen, dass hier eben ein Baum stand? Nein. Nein. Hast du den abgehackt? Oh. Ja. Nice. Guck mal jetzt, warte. Hoffentlich klappt das nochmal. Lol, hast du jetzt dafür Holz bekommen? Ja, jede Menge. Ich will das auch machen, warte mal. Du musst gedrückt halten. Ich hab schon 14 Holz. 15. mit der Axt, nicht ein Hammer. Ja, oder Axt. Gedrückt halten. Lol. 4 Rohholz. Nice, Alter. Ja, dann lass hier mal die ganzen Bäume abhacken, würde ich sagen. Ja, das ist doch eine ganz gute Idee. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Aber wie lange sind wir jetzt schon wieder dran? Ja, wir sind schon wieder. Wir sind wieder fertig. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Stark Soul. Macht's gut, bis dahin und schausen. Ciao. Du kannst doch auf mich winken. Und dann kannst du sagen, ciao. Ciao. Ciao.